Tja, wo befinden wir uns denn da? Nach was sieht das aus? Oh, da ist die Erde im Hintergrund. Und ja, im Bild oben rechts in der Minimap sieht man was, nämlich NCC 1701D. Das ist die Enterprise-D. Und naja, so richtig im Weltall bin ich natürlich nicht, sondern das ist hier in mein Test. Und ich muss es einfach mal zeigen, weil ich das wirklich cool finde. Und zwar hat da jemand, ich glaube, aus Minecraft exportiert diese Karte und die für meinen Test zur Verfügung gestellt. Und da gibt es tatsächlich also eine fertige, naja, nicht ganz fertige Enterprise, zumindest außen fertig. Das Problem ist, bei diesem großen Bauwerk habe ich so das Problem, dass es ein bisschen langsamer ist, wenn ich sehr viel darstelle. Wenn ich die Reichweite der Darstellung verringere, dann wird was abgeschnitten. Und das sieht natürlich nicht so gut aus. Und da kann ich dann tatsächlich oder könnte tatsächlich hier dann im Inneren der Enterprise womöglich die einzelnen Decks ausbauen, weil innen drin ist nämlich nichts. Aber hier sieht man na, die Warp-Gondeln, die Deflektorschüssel, also alles da, was der mein Test und Star Trek-Freund also braucht, um dann hier womöglich was auszubauen. Da gerade mal wieder hochgeht. Ich habe jetzt den sogenannten No-Clip-Modus, den Geist-Modus aktiviert. Das heißt, ich kann einfach hier durchgehen. Und dann sieht man, dass es also innen noch nicht so wirklich gefüllt ist. Da sind welche, sind Strukturen, aber ich weiß nicht genau, was für welche das sind. Hier oben müsste dann die Brücke sein. Die könnte man sich dann schön ausstatten. Ist eigentlich wirklich cool. Ja, und das Ganze gibt es herunterzuladen. Ich könnte es mal in der Beschreibung des Videos anfügen. Und ansonsten muss man sich ja nur noch meinen Test installieren. Ja, hier ist vielleicht sowas wie Ebenen. Also das heißt, die einzelnen Deckhöhen vermute ich mal eingegeben. Und dann muss ja hier irgendwo der Maschinenraum dann gebaut werden. Naja, aber das ist dann jedem selber überlassen, wie er das Ganze ausbaut. Wie so in Warp-Gondeln aussieht, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Hier ist es ziemlich hohl, aber es sieht einfach echt cool aus und auch der Hintergrund, das sind also, glaube ich, einfach nur Bilder. Das sieht man an einigen Stellen, dass da Schnittstellen sind. Ist aber wirklich toll gemacht. Also wirklich super. Naja, also wer ein großer Star Trek-Fan ist und in mein Test auch Lust dazu hat, der kann dann hier ein bisschen rumbauen. Vielleicht als Ergänzung, es gibt noch ein sogenanntes Mod, das zum Thema Mond ist. Und ich glaube, dass dann zum Beispiel auch sowas wie Kraftfelder gibt, mit denen man dann zum Beispiel eine Shuttle-Rampe, die sind ja hier hinten dran, dann quasi so bauen könnte, dass man da einfach durch kann. Das wäre noch so eine kleine zusätzliche Ergänzung, um das Ganze noch cooler zu machen. Naja, ansonsten ladet euch mal die Map runter und viel Spaß dann beim Ausbauen.